Was zum Henker ist eigentlich Populismus? Wie geht man jetzt mit den neuen Migrationsbewegungen um? Was kaufe ich ein? Was schmeiße ich weg? Ich tausche mein Hotel heute gegen ein buddhistisches Kloster. Würdest du noch arbeiten gehen, wenn man dir jeden Monat 1000 Euro schenken würde? Wichtig ist also, die Meinungen in sozialen Netzwerken und die Masse an Kommentaren zu einem Thema sollten immer hinterfragt werden. Haben Sie nicht die Angst, dass der Roboter dann ganz vielen Menschen den Job wegnimmt? Hier wurde im Jahr 1921 die Kommunistische Partei Chinas gegründet. Wir haben es geschafft! BrainFit hat den Grimme Online Award in der Kategorie Publikumspreis gewonnen. Fühlst du dich gerade von mir bedroht? Lesen macht dich reich hier und hier. Also saniert wurde letztens erst, haben sie gesagt. Springender Punkt mit der Nachhaltigkeit. Doch, ihr müsst alles versteuern. Wir sind hier in Deutschland. Letztlich kalkuliert ein Händler die Rabatte immer schon in die Preise seiner Produkte mit ein. Was ich meine ist, dass man darüber nachdenken sollte, ob man das, wovon man denkt, dass man es braucht, auch wirklich braucht. Der Wohlstand der ersten Welt, unserer Welt, beruht seit Jahrzehnten auf der Ausbeutung der Dritten. Transsexuell ist generell ein irreführendes Wort, denn es geht hier weniger um die sexuelle Orientierung, sondern um die eigene Identitätswahrnehmung. Alles wird gut. Bitte bleibt bei diesem Thema konstruktiv. Tschüss.